Meine Damen und Herren, die gesellschaftliche Wirkung der neuen Musik unterscheidet sich sehr von der vor 40 Jahren, obwohl sie in Konsequenz und Entfernung vom herkömmlichen Idiom alles damals Entstehende überbietet, stößt sie weniger vor den Kopf. Dass Skandale selten werden, dass die neue Musik nicht mehr als Zerstörung heiliger Güter gehasst, sondern lieber in ein Spezialgebiet für Spezialisten abgeschoben wird, hat man oft bemerkt. Mit allzu großer Genugtuung, als dass man dem Befund ohne weiteres glauben dürfte. Er führt mühelos zu der These vom Konformismus der Nicht-Konformierenden. Humorig, billig, geistreich ergötzt man sich daran, dass Formen dort sich bilden, wo Formen negiert werden, und dass Leben auch der will, dem das gegenwärtige Leben zum Ekel ist. Spießbürger triumphieren darüber, dass die, die es nicht sind, es doch auch seien. Fürs Erste reicht als Antwort darauf hin, Konformisten seien in Wirklichkeit diejenigen, welche sagen, die Nonkonformisten seien Konformisten, so wenig auch irgendein Wort sicher davor ist, von dem Betrieb verschluckt zu werden, gegen den es revoltiert. Auch dass eine Musik, der ihre Widersacher stets noch die Opposition recht wohl anhören, vom Bestehenden finanziell ausgehalten werde, ist Denunziation, nicht Argument. Keineswegs möchte ich den Widerspruch beschönigen, aber er ist objektiv notwendig, nicht subjektive Charakterlosigkeit. Musik, deren Struktur etwas Wesentliches von der gesellschaftlichen zutage fördert, hat keinen Markt. Die Institutionen der öffentlichen Hand, die sie schützen, haben das Recht einer Negation der Negation. Verdinglichtes Bewusstsein und avancierte Musik sind trotz allem unvereinbar. Dem Zustand, dem sie ästhetisch gleicht, widerspricht sie durch eben diese Gleichheit, und das ist ihre gesellschaftliche Wahrheit. Dennoch ist mit der Rezeption der neuen Musik etwas geschehen. Der Hohn über die Apathie, mit der sie wie andere Güter konsumiert werde, übertönt auch den Ärger darüber, dass sie eine breitere Basis findet als in ihren heroischen Jahren. Der objektive Geist dessen, was man in Amerika Gadgeteering nennt, der Bastelei, ist daran sicherlich nicht unbeteiligt. Der Weg vom Radiobastler etwa zum Fan der Elektronik nicht weit. Das Problem der Elektronik ist die Entwicklung kompositorischer Strukturen aus dem spezifisch elektronischen Material. Der bloße Reiz ungewohnt sirrender Klänge wird so rasch sich verbrauchen wie aller bloße Reiz. Von all dem kapiert der Fan wenig genug. Aber die Freude an den Apparaturen schafft eine Art von Komplizität. Die neue Musik, die auf die Technologie sich eingeschworen hat, wird unter den Millionen technischer Enthusiasten weniger Feinde finden als einst der vergleichsweise traditionalistische Expressionismus unter den Kulturbürgern von 1910 oder 1920. Geschwächt ist der Widerstand nicht nur durch die Gleichgültigkeit an der Kultur, die etwas über deren fatales Schicksal sagt. Erst eine Generation, die kaum mehr Tradition substanziell erfuhr, ist so aufgeschlossen fürs Nicht-Etablierte wie die jüngste. Was daraus wird? Stumpfsinn am Ende, Reaktion, sobald man erst einmal das Traditionale wiederentdeckt, oder wahrhafter Kontakt mit dem Werdenden, das dürfte weniger ästhetisch als durch den realen Gang der Dinge sich entscheiden.
Zwar gibt es kein biologisches Generationsproblem, wohl aber eines der kollektiven Erfahrung. Denkbar das, was alles vergessen ward, Raum schafft fürs noch nicht Gewesene. Freilich erleichtert gerade, was der neuesten Musik mangelt, ihre Rezeption. Die Schönbergs, Bergs, Webens noch, wurde erschwert vom Übermaß der Spannung in ihren Werken. Sie erwarteten sie auch vom adäquaten Hörer, während das Publikum der eigenen Seelenlage nach sie nicht aufbrachte. Dies Missverhältnis war der Grund des Gelächters, mit dem man etwa zu Webens Lebzeiten auf dessen musikalische Augenblicke reagierte. Weil die Musik, die jetzt entsteht, jene Spannung kaum mehr kennt oder zumindest sie kaum enthüllt, provoziert sie weniger, ist gegenüber dem Bewusstsein der Hörenden nicht länger ein so radikal anderes. Überdeutlich wird das in Programmen, wo sie etwa in die Nachbarschaft von Orchesterstücken Weberns gerät. Authentisch klingen dann Webernsche Sätze, die man ehedem als sektiererhafte Narrheiten oder nach der Sprache der schlechten Mitte als überspitzt ablehnte. Der Rezeption helfen zugleich wenigstens zeitweise organisatorische Momente. Während die Wiener Schule Schönbergs sozial noch in altertümlich liberalen Formen sich hielt und dadurch in den Misskredit dessen geriet, was keine institutionelle Macht hinter sich hat, in der Ohnmacht aber geistige Freiheit und Spontaneität sich retten mochte, wurde unterdessen die Pflege neuer Musik der gesellschaftlichen Tendenz angepasst. Ihre eigene technologische Gesinnung hat ihr dabei geholfen. Noch einmal bewährte sich an ihr, dass die Gesellschaft Aufgaben zu lösen vermag, die durch den Stand der Produktivkräfte ihr sich stellen, zuweilen selbst wenn diesen die Verhältnisse entgegen sind. Auch die organisatorischen Begabungen werden erzeugt, die an der Zeit sind. Das außerordentlichste Beispiel dafür ist der jüngst aus schmählichem Leichtsinn getötete Wolfgang Steinecke, der seine stille und immense Energie an die exponierteste Produktion wandte. Nicht nur hat er bei den Kranichsteiner Ferienkursen 15 Jahre lang grundverschiedene und oft refraktäre Menschen durch die Utopie einer Musik zusammengehalten, die bis ins Innerste anders wäre, sondern überdies Veranstaltungen, deren Sympathie dem Ungebärdigsten galt, öffentliche Autorität verschafft. Weder betrieb er viel Propaganda, noch hatte er eine bereits kristallisierte öffentliche Meinung hinter sich. Exemplarisch tat er dar, dass auch in der verwalteten Welt individuelle Spontaneität etwas erreichen kann, wenn sie nicht vorweg vor der wohlweisen Vernunft sich duckt, die ihr die a priorische Vergeblichkeit ihres Tuns überzeugend vorrechnet. Insgesamt ist die gesellschaftliche Situation der jüngsten Moderne paradox. Durch die Entwicklung der musikalischen Kommunikationsmedien ebenso wie durch die Formation relativ unabhängiger zentralistischer Instanzen, die schließlich auf den ökonomischen Konzentrationsprozess zurückdatiert, ist sie in gewissem Maß eingegliedert. Ungeschieden sind dabei die Tendenzen zur Neutralisierung und die zur Befreiung aus fachmännischer Esoterik. Sozial, der Zusammensetzung nach, ist die gegenwärtige kompositorische Moderne in sich inhomogener als je. Unter den ausgeprägtesten finden sich Söhne von Industriellen und Patriziern, Nebenkünstlern aus kleinsten Verhältnissen. In ihrer Produktion sind die Unterschiede der Herkunft überhaupt nicht erkennbar. Sie stören auch nicht das dichte Netz ihrer Beziehungen. Selbst politische Bekenntnisse trennen sie nicht. Solche Vergesellschaftung kontrastiert scharf zu jener Isolierung,
im engsten Cenakel, welche in der Schönberg-Generation als Gewehr von Reinheit galt. Die glauben oder anderen einreden wollen, es ließe unter den gegenwärtigen Bedingungen noch abgeschieden individualistisch sich produzieren, haben darauf mit dem Vorwurf der Cliquenbildung geantwortet, der immer demagogisch zieht, solange die aufgestachelten, einflussreichere Cliquen hinter sich selbst wissen. Aber die Vergesellschaftung der Ungeselligen dient nicht nur ihrem bitter notwendigen Schutz, da sie nun einmal so wenig mehr wie sonst jemand in würdiger Armut existieren könnten. Der permanente Austausch von Erfahrungen, Theorien, experimentellen Ideen, auch die hitzigen Richtungskämpfe verhindern Erstarrung in der je proklamierten Unfehlbarkeit. Produktive Selbstkritik der seriellen Schule erzwingt oft Änderungen der Intention in kürzesten Zeiträumen. Das Tempo der Entwicklung beschleunigt sich wie das der realen. Der Rückhalt in kleinen, dabei stets von Kontroversen erfüllten Kreisen ist Platzhalter der Nachwelt, auf welche die neue Musik hofft, auf die kein Geistiges jedoch mehr arglos vertrauen kann. Dagegen sind diejenigen, welche vom Schöpfertum schwafelnd ihre Individualität kultivieren, stets fast solche, deren musikalische Sprache vom Rückstand des kritisch Überholten zehrt, den sie als Stimme der Natur verkennen. In der Sache haben sie am wenigsten Individuelles vorzuweisen. Der zu seinen Lebzeiten als Ultraindividualist verfolgte Schönberg dagegen hing dem Gedanken von Komponierateliers nach, analog vielleicht zum Bauhaus, zu dem der Freund Kandinskys Querverbindungen unterhielt. Stockhausen, den es lockt, alle Tendenzen der fortschreitenden Entwicklung zu Ende zu treiben, hat tatsächlich eine Komposition gemeinsam mit einem Freund ausgeführt. Innerhalb ihrer Determination war dessen spezifische Leistung, bundesdeutsch gesprochen, bereits eingeplant. Analogien zur Arbeit Brechts aus den frühen 30er Jahren und anderen künstlerischen und theoretischen Kollektivproduktionen drängen sich auf. Die gesellschaftliche Krise des Individuums hat ihre Konsequenzen bis in die Genese der Werke hinein. Trotz des im Übrigen bescheidenen kollektiven Rückhalts bleibt der soziale Standort des Komponisten, der virtuell nur von Zuwendungen lebt, die vom gesellschaftlichen Reichtum abgezweigt und ihm gleichsam gnadenweise ausgezahlt werden, gefährdet. Das wie immer auch verdrängte Gefühl der Überflüssigkeit nagt an allem, was hervorgebracht wird. Manche kompensieren es durch forcierte Aktivität. Die Generation Schönbergs und seiner Schüler noch fühlte sich durch ihr unbändiges Ausdrucksbedürfnis getragen. Was in ihnen ans Licht wollte, wusste ähnlich wie die Kubisten vor dem Ersten Krieg sich eins, wenn ich so sagen darf, mit dem Weltgeist. Diese Konkordanz mit dem historischen Zug, die über subjektive Isolierung, Armut, Verleumdung und Spott hinweg half, fehlt heute. Das real ohnmächtige Individuum vermag keine Sache mehr, die es von sich aus allein vollbringt und als seine eigene bestimmt, so substanziell und wichtig zu nehmen. Der Ernst von Kunst bedarf aber der unbefragten Überzeugung von ihrer Relevanz. Zugleich nimmt das Moment subjektiver Nötigung das Ausdrucksbedürfnis durch den Konstruktivismus in der Produktion ab. Die Willkür des Ansatzes ebenso wie die Souveränität des Planens wären jenem Bedürfnis inkommensurabel, selbst wenn es in den Komponierenden noch sich regte. Alle Kompositionen heute nähern sich der Auftragskomposition. Der Komponist erteilt allenfalls den Auftrag sich selbst. Die Rücksicht
auf akustische Verhältnisse, besondere Ensemblekombinationen, hochspezialisierte Interpreten wie den erstaunlichen David Tudor drängt in dieselbe Richtung. Schönbergs polemisch gemeinte Maxime für den Neoklassizismus, Hauptsache ist der Entschluss, hat ihre Ironie verloren. Der Entschluss rückt ins Zentrum. Vielleicht waren die automatischen Niederschriften und ihre musikalischen Analoga der Versuch, willentlich der Willentlichkeit von Kunst entgegenzuarbeiten. Denn selbst die Musik der expressionistischen Protokolle war nicht ganz unwillkürlich. Allein schon der Zeitaufwand, den eine größere Komposition erfordert und der zum Ärger der Komponisten, dem bei der Herstellung eines Gemäldes, das doch materiell mehr einbringt, meist erheblich übersteigt, bedingt bei einiger Rationalität stets Vorsatz und Plan. Der Schatten des Vergeblichen aber, des Missverhältnisses zwischen dem Entschluss zur Sache und ihrer absehbaren Relevanz, hat seine Ursache in dem permanenten Krisenzustand, in welchem die Gesellschaft sich befindet. Niemand weiß sicher, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht, ob irgendein geistiges Gebilde die Chance hat, zu überleben. Noch die Innervation, dass die Kategorie der Dauer des Kunstwerks unterhöhlt ist, wird von diesem absorbiert, als trachtete es, angesichts des eigenen Untergangs sich selbst zu erhalten. Experimentiert wird mit Gebilden, die den Anspruch auf Dauer abschütteln möchten. Manche verschmähen feste Notationen und opfern sich improvisatorisch dem Augenblick ihres Erstehens und Erklingens. Andere benutzen ein Material, das, wie vom Elektronischen glaubhaft berichtet wird, nicht unbeschränkt sich konservieren lässt. Derselbe Impuls veranlasst den abrupten Wechsel der Parolen, die Neigung, alles, was nicht den jüngsten Überlegungen sich überantwortet, sogleich als obsolet zu verdammen. Besaß alle Musik ihren historischen Stellenwert, so wird er der jüngsten thematisch. Anstelle des unglaubwürdigen Ideals zu überleben, tritt das der rechten Zeit, jener absoluten Fälligkeit jetzt und hier, die früher im Namen von Mode der Unterhaltungsmusik vorbehalten war, dort aber von den Massenmedien gelenkt zur Farce verkam. Die undomestizierten, wahrhaft radikalen Züge der jüngsten Musik sind solche von Selbstverbrennung. Das Misstrauen von Kunst gegen die eigene Möglichkeit wird zu ihrem Konstituenz. Solche exzentrischen Züge finden wie in einem Kurzschluss Kontakt mit gesellschaftlichen. Die großen Neuerungen vor dem Ersten Weltkrieg reflektierten zwar bereits die Erschütterung des sozialen Gefüges, trugen sich aber in einem äußerlich noch intakten zu. Kunst schien selbstverständlich, solange das Gefüge existierte, nicht länger im Zerrütteten. Sie zweifelt an ihrer Möglichkeit, nicht mehr bloß an ihren Formen. Nach dem Grauen, das verübt war, nach dem Völkermord, ist in die Existenz von Kunst selbst etwas Ungemäßes, fast Rohes und Barbarisches hineingeraten. Das Tröstliche dessen, dass sie überhaupt laut wird, frevelt am Gedächtnis des Leidens, das jenseits allen Trostes war. Das ist die buchstäbliche Aporie von Kunst heute. Die unüberbrückbare Distanz der jüngsten Musik von aller empirischen Realität, selbst ihrer Spur im Ausdruck, wird, ohne dass man es wüsste, gesetzt, um der Musik einen Ort zu verschaffen, der jener Aporie entrückt wäre. Aber der Fluch ereilt noch die großartige Anstrengung. Was so weit sich absondert, als hätte es mit menschlichem Gehalt nichts mehr gemein und dadurch den unmenschlichen Zustand verklagt, ist versucht,
ihn mitleidslos zu vergessen und sich selbst zum Fetisch zu werden. Das ist der ideologische Aspekt des radikal-technischen, anti-ideologischen Kunstwerks. Dass die Produktion durch unbegrenzte Verfügung der Komponisten über sich selbst sich disponibel macht, unterminiert sie allmählich zugleich. Ihre voll erreichte Autonomie schult sie zur Heteronomie, die Freiheit des Verfahrens, die an nichts ihr Auswendiges mehr gebunden sich weiß, erlaubt ihr als einer Methode Anpassung an ihr auswendige Zwecke, damit aber den Ausverkauf. Die Zerstörung von Produktivkräften hat die gesamte Geschichte von deren Emanzipation begleitet. Musik ist darin eines Wesens mit der Gesellschaft, in die sie gebannt ist und deren abgeblendetes Nachbild sie bereitet. Die Kräfte, die sie wachruft und entbindet, fesselt sie immer zugleich auch und vertilgt sie womöglich und keineswegs bloß in sogenannten Krisenzeiten. Die bürgerliche, vollentwickelte Gesellschaft ließ große Komponisten von Mozart bis Hugo Wolf zugrunde gehen, um sie dann, als hätten sie durch ihr Opfer den zürnenden Kollektivgeist versöhnt, zu vergotten. Für eine Musiksoziologie, die nicht mit Oberflächenphänomenen sich abspeisen lässt, wäre die Tendenz zur Vernichtung eben der Genien, deren Begriff in der Ideologie oben anrangiert, kein unwürdiger Gegenstand. Auch in der Moderne hat es bei allem angehäuften gesellschaftlichen Reichtum an Ähnlichem nicht gefehlt. Aber man muss nicht einmal an die Umstände denken, die Berg und Webern, Bartok und Zenk, Hannenheim und Skalkottas das Leben verkürzten. Die gesellschaftliche Tendenz zur Destruktion der Kunst reicht weit hinaus über die sichtbare Katastrophe und das, was dann die in Wahrheit Schuldigen womöglich noch als tragisches Schicksal genießen, die in ihrem ideologischen Hausschatz das verhungernde Genie nicht missen mögen. Das Gift sickert durch die feinsten Adern dessen, was ein Besseres sein könnte. In den Jahren der Affluent Society, der Wohlstandsgesellschaft, mögen hochbegabte Komponisten wirklich nicht mehr verhungern, obwohl es zum Begriff des Unheils gehört, dass die Betroffenen im Dunkeln sind. Hätte man in aller Tragweite gewusst, dass Mozart Mozart war, er hätte nicht zu darben brauchen. Heute werden musikalische Produktivkräfte vielfach subtiler und darum erst recht unwiderstehlich gelähmt. Große Kompositionstalente haben im Allgemeinen während ihrer Vorbildung auch erhebliche technische Fazilität sich angeeignet. Sie haben gelernt, auch mit Materialien, die nicht ihre eigenen und spezifischen sind, gut umzugehen, so wie fundierte, nicht gegenständliche Maler auch gut Akt zeichnen. Der Glaube, zum Metier eines Künstlers gehöre nur das, was er fürs Eigenste braucht, ist kunstfremd. Die produktivsten sind meist jene, die einen soliden Fond des Traditionellen empfangen haben, der sie ebenso nährt, wie ihre Kraft wächst, indem sie davon sich abstoßen. Sie haben meist auch etwas vom hochtrainierten Fachmann, auch, sage ich, dessen Verwendbarkeit. Während was ihnen vorschwebt, ihnen zunächst fast ausnahmslos Opfer auferlegt, die angesichts des ostentativen Reichtums doppelt empfindlich sind, qualifizieren sie sich zugleich für jenes gesellschaftlich Nützliche, das die Kulturindustrie verwaltet. Allein schon die technische Sicherheit, die Raschheit und Präzision, mit der sie Aufträge erledigen, empfehlen sie. Den Routiniers der Unterhaltungssphäre sind sie selbst in dieser überlegen.
Talent ist aber keineswegs, wie das konventionelle Klischee der Kunstreligion es will, unmittelbar eins mit der Kraft zum Widerstand. Das im weitesten Verstande sinnliche Moment, Bedingung jeglicher künstlerischen Begabung, zieht die Künstler zum angenehmen, mindestens zum weniger beengten Leben. Was Asketen, auch Genialen, abgeht, geht meist auch ihrer Produktion ab. Künstler sind verführbar. Produktivität ist nicht reine Sublimierung, sondern verschränkt mit regressiven, wenn nicht infantilen Momenten. Die verantwortlichsten Psychoanalytiker wie Freud und Fenichel weigerten sich, die Neurosen produktiver Künstler zu behandeln. Deren Naivität hat etwas Schadhaftes und stiftet doch ihre Unmittelbarkeit zum Material. Diese ersparte ihnen lange die Reflexion auf den gesellschaftlichen Ort, verwehrte ihnen aber darum auch oft, die Niveaus zu unterscheiden und integer zu bleiben. Ihre Eitelkeit sträubt sich gegen das Eingeständnis, dass sie Konzessionen machen, während sie bereits dem Betrieb sich ausgeliefert haben. Je strenger der Begriff autonomer Kunst sich aufrichtet, desto schwerer wird es den Künstlern, ihn zu fassen und festzuhalten. Manche und keineswegs nur schlechte wissen überhaupt nicht, was ein Kunstwerk ist. Die Eleganz des Handwerks täuscht sie übers Bedenklichste hinweg. Manche rutschen in den kulturindustriellen Betrieb, ohne es nur recht zu merken. Daraus ist ihnen unter dem gegebenen System kein moralischer Vorwurf zu machen. Aber die miteinander unversöhnlichen Sphären des Musiklebens können unmöglich im selben Individuum friedlich koexistieren. Ich kenne kein Beispiel eines Komponisten, der sein Leben mit Arbeiten für den Markt verdient und gleichzeitig der eigenen Norm voll genügt. Die Materialien hier und dort berühren sich zu sehr. Routine, die Bequemlichkeit der geläufigen Hand, überträgt sich auf das, was das Gegenteil erheischt. Spinoza konnte optische Gläser schleifen und die Ethik schreiben. Gebrauchsmusik und legitime Kompositionen wollen auf die Dauer offenbar kaum demselben gelingen. Der Akt des Verkaufs rächt sich am Unverkäuflichen. Der Prozess wäre einmal im Einzelnen zu analysieren. Der Verfall großer Komponierbegabungen unterm Terror des Ostens besiegelt eine Tendenz, die schon unter formaler Freiheit vernehmbar sich anmeldet. Offenbar ist musikalische Produktivität hohen Anspruchs besonders zerbrechlich. Der soziale Bruch zwischen der Allerweltsmusik und der Intakten wiederholt sich zerstörend in den Produktivkräften selber. Man könnte Vermutungen darüber anstellen, ob nicht sogar bei Schönberg der Zwang, durch Unterricht sich durchzubringen, sein Teil Schuld hat am didaktischen, paradigmatischen mancher seiner späteren Werke. Nur seine unerschöpfliche Fantasie rettete ihn davor, Musik zu schreiben, die zeigt, wie man es macht, gleichsam auf die Tafel zu komponieren. Das vollkommene Schulstück aber scheitert als Kunstwerk. Dass Druck Gegendruck erzeugt, dass soziale Widerstände zuweilen, wie bei Wagner, die Kräfte steigern und dass Künstlern unzuträglich ist, wenn die Arme ihnen weit sich öffnen, braucht nicht einmal ganz bestritten zu werden. Weil der Zustand von Grund auf falsch ist, teilt seine Falschheit dem Künstler sich mit, gleichgültig, welches Verhältnis zur Gesellschaft er einnimmt. Den Opponierenden pflegt sie zu brechen. Ihr Einverständnis macht ihn selbst zum Einverstandenen, zur Stimme seines Herrn. Die Haltung gesellschaftlicher Konzilianz ist verschwistert, tödlicher Selbstzufriedenheit. Aber nicht einmal die abstrakte Feststellung, wie der Künstler es auch mache, sei es falsch, ist ganz wahr.
Wenn wirklich die Situation des Millionenerben der Produktivität nicht günstig wäre, sie hat weder Bachofen noch Marcel Proust geschadet, so ist heute jedenfalls die des gesellschaftlichen Outsiders weit beängstigender. Das Missverhältnis zwischen der zusammengeballten gesellschaftlichen Macht und der individuellen Kraft ist unerträglich angewachsen. Das Schema des per aspera ad astra, stets tauglich zum Betrug, zerging vollends mit dem Liberalismus und der freien Konkurrenz. Übrig ist es nur noch, als Vorwand die Vernichtung der Produktivkräfte damit zu rechtfertigen, diese hätten eben nicht ausgereicht. Auf den Talentierten, der durch Kapitulation sich vernichten lässt. Schönberg sagte einmal mit Galgenhumor, wenn ich schon Selbstmord begehe, will ich wenigstens davon leben können. Auf jenen Typus des Talentierten, der durch Kapitulation sich vernichten lässt, warten charakteristische gesellschaftliche Formen der gegenwärtigen Musik. In ihnen hat der Kitsch als Gehobene seine Unschuld verloren. Unbeirrt traditionalistische Produktion findet wenig Anklang mehr. Nur Provinzialen halten ihr die Treue. Der Kreis derer, die auf neue Musik ansprechen, ist nach wie vor zu schmal, als dass er diese ökonomisch und gesellschaftlich tragen könnte. Daher hat sich eine Zwischenzone etabliert. Produktion, die einigermaßen modern sich gebärdet, zuweilen sogar mit Zwölftontechnik liebäugelt, aber sorgsam darüber wacht, dass man es ihr nicht verübeln kann. Gemäßigte Moderne gibt es, seit es Moderne gibt. Während sie sich als besonnen und von Experimentiersucht frei in die Brust wirft, waren ihre Ergebnisse stets matt und schwächlich. Nicht nur wegen des angewandten Materials, sondern auch durch die unverbindlichere Faktur. Daraus ist der verbreitete und recht homogene Typus geworden, der den Graben ausfüllt. Auch berühmte Namen rechnen ihm zu. Eigentlich wollen sie gar keine große Kunst mehr, sondern Resignation und schlechtes Gewissen steht ihren Produkten als weises Maßhalten auf die Stirn geschrieben. Insgeheim erheben sie keinen Anspruch auf Verbindlichkeit und halten sich schadlos am zuweilen ganz dauerhaften Publikumserfolg, ohne sich als altmodisch und hinterwäldlerisch genieren zu müssen. Ein internationaler Einheitsstil solcher Komponisten zeichnet sich ab. Sie arbeiten Strawinsky ausschlachtend mit kurzen Motivansätzen, die nicht variierend entwickelt, sondern flügellahm wiederholt werden, als wäre der musikalische Impuls schon gebrochen, ehe er sich regt. Die paradoxale Schärfe des Vorbilds Strawinsky wird ersetzt durch kunstgewerblichen Schnitt. An literarischer Versiertheit mangelt es nicht. Die Affinität zum Ballett ist diesen Partituren nicht zufällig. Sie verlängern die Linie dessen, wofür in den frühen 20er Jahren der Ausdruck Gebrauchsmusik aufkam. Damals zeigte sich erstmals, dass Musik nicht einfach in die beiden verdächtig altbewährten Sparten der hohen Kunst und der Unterhaltung sich teilt. Hinzu kam eine Gattung, die von den Bühnenmusiken und Schauspieleinlagen abstammt. Musik, die in anderen als musikalischen Zusammenhängen ihre Funktion zu erfüllen hat. Das Modell der alten Bühnenmusiken, schon die Dreigroschenoper war neben anderem auch ein parodistischer Nachzügler der Posse mit Gesang und Tanz, wirkt nach in parasitärer Anlehnung ans literarisch Erfolgreiche oder Bewährte, von Kafka bis Shaw. Beflissen interessiert daran, von dem Kitsch sich abzuheben, den sie gleichsam enteignen, zeigen sie sich in der Wahl der Libretti ebenso ausgespitzt wie in den kompositorischen Allüren.
Die Reduktion der Musik zur Hörkulisse, die sich selbst schon nicht mehr ernst nimmt, legt sich als ästhetisches Programm zurecht, bis hin zu jenen Gebilden, in denen simpelste Stampfwirkungen, man nennt das Rhythmik, die Komposition überhaupt liquidieren. Mit dem Aufschwung der hochkonzentrierten und die Produktion planenden Kulturindustrie wuchs zusehends die soziale Bedeutung dieses Sektors. Gebrauchsmusik ist der verwalteten Welt auf den Leib geschrieben. Ihre Charaktere triumphieren auch dort, wo gar kein Gebrauch es erheischt. Gelegentlich haben große Komponisten wie Schönberg in der Begleitmusik zu einer Lichtspielszene Beispiele dafür geliefert, was sogar in diesem Bereich möglich wäre, wenn er der durch Banausie vermittelten gesellschaftlichen Kontrolle entrückt würde. Mittlerweile indessen hat der neue Typ alles an sich gerissen, was zwischen der fortgeschrittensten Produktion und der U-Musik lokalisiert ist, in die selbstverständlich die Gebrauchsmusiken, zumal die des Films, fließend übergehen. Ihre Charakteristika: dramaturgisch geschickter Einsatz, leichte Fasslichkeit, bunte Farben, Sinn für Pointen und kluge Enthaltung von geistig-musikalischen Zumutungen sind auch die mancher scheinbar autonomer Werke von Opern, Balletten, auch absoluter Musik. Ihre Gebrauchsfähigkeit ist Dienst am Kunden. Sie verwalten den Hörer. Auch nach oben dehnt die Sphäre sich aus. An den elektronischen Verfahren wird geschnuppert. Dieser neue Typus von Musik, musiksoziologisch für die Gegenwart höchst bezeichnend, bringt auch einen neuen Typus des Komponisten hervor. Funktionell planend fasst er die Arbeitsgänge der Komposition, der Aufführung und der Verwertung zusammen. Man kann von Manager-Komponisten reden. Prototypisch war in den späten 20er Jahren der hochbegabte Kurt Weill in der Zeit seiner Zusammenarbeit mit dem Theater am Schiffbauer Damm. Er stimmte direktorial Kompositionen und Aufführungen aufeinander ab, richtete vielfach seine Produktion nach Desideraten der Reproduktion und des Konsums ein. Später wurde das im Musical allgemein üblich. Bei Weill geschah es noch unterm Aspekt von Brechts Versuchen zur Montage der künstlerischen Medien und zu ihrer didaktischen Mobilisierung. Aus dem konferierenden und telefonierenden Kollektiv jener Tage ist die Figur des Komponiermanagers aufgestiegen, der nun auch im anspruchsvollen Bereich, wie sonst nur in der Sphäre U, alles der Verwertung unterordnet. Bei Bühnenwerken stützt sich solche Vorherrschaft des Gebrauchs über ein dem eigenen Sinn nach scheinbar noch autonomes darauf, dass das Endprodukt tatsächlich nicht die Partitur, sondern die erscheinende Aufführung ist, ähnlich wie das Drehbuch zum gedrehten Film sich verhält. Showmanship, stets dem Theater wesentlich, bemächtigt sich auch der Musik. Die fraglose Notwendigkeit, Theaterstücke an ihrer Aufführung, Partituren am lebendigen Klang zu überprüfen, wird verabsolutiert. Im Abwägen der Medien mit Rücksicht auf ihre Wirkung im szenischen Ergebnis verwandelt der Komponist auf Kosten jenes Ideals von Auskomponieren, dem etwa die Opern Bergs verpflichtet sind, sich in den Musikregisseur. Die brüchig harte Kontrapunktierung heterogener Medien nach dem Montageprinzip mäßigt sich, wie man das so nennt, realistisch. Kein Material wird mehr ganz durchgebildet. Alle werden der effektsicheren Kombination zuliebe kopiert. Aus der verfremdenden Inhomogeneität wird die kalkulierende Steigerung des einen Mediums durch das ihm gleichsam von außen beispringende andere. Der Komponist erobert Stellungen, von denen aus er disponiert und koordiniert.
Schon Richard Strauss als Komponist und viele Dirigenten hatten im Zuge der wirtschaftlichen Konzentration künstlerischer Verfügung Machtpositionen außerhalb ihres eigenen Arbeitsbereichs inne. Unter den Organisationsformen der Kulturindustrie, die sich ja weit über die eigentlichen Massenmedien ausdehnen, verallgemeinert sich dies Bestreben. Exzentrizitäten der Schule Cages, wie die Expansion von Zufallshandlungen über das rein musikalische hinaus, scheinen wie polemische Repliken auf die Expansion planender Verwaltung bis in die Produktionsvorgänge hinein. Wäre es der Traum eines richtigen musikalischen Zustands, dass die getrennten Sphären von Produktion, Aufführung und Rezeption sich versöhnten, so ist das manageriale System der Musik das Widerspiel solchen Traums. Das Getrennte wird aufeinander abgestimmt, aber in Maßnahmen, welche die Willkür der Trennung ebenso perpetuieren wie die Ohnmacht derer, auf die solche falsche Rationalisierung abzielt.